Ja, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Part Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, das ist jetzt der erste Part, den ich aufnehme, seitdem ich Partner geworden bin und ich kann immer nur sagen, yeah, ich bin immer noch ziemlich gut drauf und deswegen werden wir da auch nicht groß drüber reden, sondern stürzen uns direkt wieder weiter in Skyrim. Es gibt natürlich immer noch verdammt viel zu tun. Ich meine, wenn ich jetzt mal tippen müsste, wie viel Prozent des Spiels, ich meine, ich war jetzt noch nicht in vielen großen Städten. Hab noch nicht viel bereist. Und trotzdem habe ich noch so verdammt viele Quests. Und ich kann mal tippen, dass ich in Falkenheim noch einige Quests kriegen werde. Oder Falkenring, Entschuldigung. Markarth, in Einsamkeit wahrscheinlich auch jede Menge. Also ist zumindest mal mein Tipp. Dann die Dunkle Bruderschaft, der habe ich mich noch nicht mal angeschlossen. Die Magiergilde gibt es ja auch noch. Und dazwischen noch 1000 Dungeons, die man bereisen kann, aber nicht muss. Und oho, wen haben wir denn hier? Die Gnade von Stendar erstreckt sich nicht auf die Daedra-Anbeter. Bin ich ein Daedra-Anbeter? Wandelt allzeit im Licht, oder wir werden euch hineinziehen. Ach stimmt, Moment, Niemand entkommt den genau. Wächtern. Einer Alle von kommen diesen ins Licht. Wächterdamen bin ich damals schon begegnet. Ich glaube, das war eine Rotwardonin und das war, glaube ich, irgendwo hier unten in so einem Sumpfgebiet. Irgendwo da bin ich auch mal einer von denen begegnet. Die jagen auf jeden Fall Daedra, sind halt für diese Gottheit Stendar. Das sind so deren Anhänger. Ja. Und die reisen durchs Land. Und ich tippe mal, das ist jetzt mal so meine Idee, dass wenn ich ein. Ups. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass hier was ist. Na, gucken wir mal rein. Oh, shit. Ah. Was mache ich denn? Vielleicht wäre ein. Obwohl, ob dein Schild wirklich viel bringt. Okay, es ist eine Zweiklingmatrone. Und nein, 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 nein. Oh, falsche Taste. Ich wollte eigentlich mich heilen. Oh, die haut aber ganz schön rein. Wer hätte das gedacht? Habe ich überhaupt noch Heilung? Oh, ich habe keine Heilung mehr. Okay, ich wollte gerade die Schnellheilung anschmeißen, aber dafür war ich dann doch zu langsam. Aber gut, ich habe zu spät gemerkt, dass dort ein Turm ist. Und dann wiederum auch zu spät gemerkt, dass dort ein Gegner ist. Das wollen wir jetzt nochmal anders hinkriegen und diesmal auch nicht falsch reagieren und verdammt. Ich glaube, ich habe noch nicht quick gesaved, aber ich bin nicht weit gelaufen. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Bin ich ja mal gespannt, diese Baumdamen. Oh, diesmal ist hier wer anders, ein Gefangener. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt Ja, euch in irgendein Soldat der Angelegenheiten des Sturmmäntel. Kaiserreichs ein. Schert euch Ja. davon! Schert euch davon, Mann, 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 Mann. Gut, ich mische mich erstmal nicht ein. Erstmal, ne? Aufgeschoben ist ja nicht, ja, ist nicht aufgehoben, genau. War schon richtig, Alex. Diesmal höre ich's auch, das Vieh schon. So. Ich kann ja mal gucken, in welche Richtung guckt denn das Vieh? Ja, derzeit leider genau in meine Richtung. Kommt das raus? Ah, jetzt. Scheiße. So wird das nichts. Ja, komm, zeig dich, du hässliches Drecksvieh. Ja. Ich hatte noch Blitze, oder? Hier, komm. Oh, Zerstörung mal wieder verbessert. Oh shit, jetzt kriege ich ganz schön Schaden. Ah, die hat aber auch dicke Zauber. Das ist echt ärgerlich. Was für einen Schaden macht die eigentlich? Naturschaden? Giftschaden? Habe ich überhaupt noch hier? Komm, kleine Heilung, wenigstens ein bisschen. Ich habe die ja noch einige. Warum habe ich die nicht in meiner Favoritenliste? Habe ich noch ein paar selbst hergestellte? Gesundheit wiederherstellen? Gar nichts. Okay. Genau, wunderbar. Perfekt. Und jetzt. Die hat sich ja geheilt. Scheiße. Ah, ich glaube, es hat aber mit dem Seelen nicht ganz geklappt. Dafür ist mein Seelenzauber auf dem Bogen zu kurz aktiviert. So. Oh, das war jetzt eine Doppelschnellheilung. Wollte eigentlich eine normale machen, auch egal. Eisenpfeil und Pfahlwurzel. Anfälligkeit für Magie erhöht. Naja. Wo habe ich denn meine normale Heilung? Hatte ich die auf 4 gelegt? Auf gar nichts mehr. So.
Naja, egal. Bergblume, und dort haben wir als Belohnung eine Truhe mit 14 Gold, einem marklosen Amethysten, Schuppenarmschienen. Hm, ja, ganz nett. Und einen Zaubertrank der Magicka. Und ich glaube, das war's auch schon hier an dieser Stelle. Das war ja echt mal ein sehr kurzer Ausflug in diesen Turm. Dafür war der Gegner auch nicht ohne. Ach, da unten haben wir eine Gold. Nein, nur Eisenerzader. Ich finde, Gold und Eisen kann man... Ja, vor allem, weil ich sehe so selten Gold. Man kann es immer ein bisschen schlecht auseinanderhalten. Ach, stimmt. Ich bin auch überlastet. Das habe ich ja glatt vergessen. Dann werde ich mal irgendwas wegschmeißen, was ich definitiv nicht mehr brauche. Und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es wieder genug. Ja, ja, ich bin überlastet, ich weiß. Krokodilischer Brandy? Nee, der ist schon ein bisschen was wert. Hier, den Schlachterfisch werde ich wohl nie groß verspeisen. Gibt's wieder irgendwas, was ich essen kann, um die erste Wirkung zu erfahren? Tatsache. Pulverisierter Mammutstoßzahn. Stimmt, die habe ich an der Schmiede hergestellt aus Mammutstoßzähnen. Ausdauer wiederherstellen? Cool. Kommt mir sehr gelegen. Habe ich irgendwelche Kackbücher, die ich wegschmeißen kann? Hier, das bringt nicht so viel Gold. Der Rest ist schon ganz okay. Und was haben wir hier denn sonst? So den Elfendolch. Ah, schmeißen wir hier mal zwei von den Eisendolchen weg. Ich werde ja eh noch tausende von denen herstellen. Da kann ich auch ruhig mal wegtun. Und das da hinten sieht doch schon vom Weiten sehr nach einer Ruine aus, wo ich wieder einen Drachenschrei finden kann. Und dort unten... Ach, das ist Falkenring. Tatsache. Aber mein Gefühl sagt mir, dass der normale Weg hier lang, dass mich auch dort lang führt. Schauen wir einfach mal. Bestimmt. Okay, dort hinten haben wir jemanden. Bestimmt wieder eine Wächterin von Stender. Oder sowas in der Art. Ist das eine Ork-Rüstung? Söldner. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Geile Rüstung. Wohin wollt ihr? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Ich könnte euch eine Menge Ärger ersparen. Nein, ich glaube, ich komme klar. Aber danke. Ach Mist, hat die Redekunst nicht ganz funktioniert? Schade, sonst hätte ich wahrscheinlich schon eine Quest bekommen oder so. Oder zumindest einen direkten Hinweis, wen ich mal ansprechen kann für eine Quest. Egal, wir müssen so oder so hier nach Falkenring, weil ich bin total überlastet und brauche mal wieder einen Händler, der mir so ein bisschen was abnimmt. Hier vor der Stadt sieht es ja schon mal ganz langweilig aus. Und es ist eine... der Sturmmäntel. Cool. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein. Ein paar Wölfe, aber keine Hunde. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Ist ja gut, bin doch gerade erst hier frisch angekommen. Ach, zum Glück wird man hier immer gleich so nett begrüßt. Wunderbar. Was haben wir hier? Waren aus Graukiefer. Das klingt nach einem gemischten Warenladen. Und das kommt mir sehr gelegen, weil ich habe ja auch tausend Sachen, die ich so verticken will, alles mögliche. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Was bist du eigentlich? Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Okay, hallo, Solaf. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Ihr habt von einem Bruder gesprochen? Wer ist das? Sein Name ist Bolund. Er arbeitet in der Sägemühle unten am Fluss. Ihr solltet nicht erwarten, lange Gespräche mit ihm führen zu können. Er redet nicht gern. Besonders nicht, wenn er Leute nicht kennt. Ah, super. Seid ihr ein Sturmmantel? Ja, natürlich ist er einer, sonst hätte er es nicht gesagt, oder? Ich war es mal. Ich wurde dann in einem Gefecht in der Nähe von Windhelm verwundet. Aber das ist Jahre her. Jetzt kämpfe ich zwar nicht mehr in Ulfriks Namen, ehre aber immer noch seine Ideale. Himmelsrand ist das Land der Nord. Und wir sollten hier herrschen. Wir brauchen keine Hilfe vom Kaiserreich. Ja, da bin ich auch für. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Na klar. Schauen wir doch mal. Erstmal so ein paar Sachen verticken. Was will ich denn verticken? Das Aretino-Familienerbstück. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das wegschmeißen soll oder verkaufen. Ich denke mal, er hat es mir auch zum Verkaufen gegeben, oder? Ach komm, verticken wir es mal.
Die kaiserliche Rüstung könnte ich auch verarbeiten. Ach was, nein. Bisschen Gold ist immer ganz angebracht. Obwohl, ich glaube, die Sachen sollte ich lieber woanders verticken, weil da vielleicht finde ich noch jemanden wie, soll ich sagen, ein Schmied gibt es hier auf jeden Fall. Der wird dann eher so Kleidung annehmen und Rüstung. Dann nehmen wir mal den Kram. Kupferdiadem, Saphir, Onyx. Was noch was? Silberne Rubinring. Den muss ich immer noch verbessern. Dazu brauche ich aber erstmal Vulkanglasbarren. Smaragdring. Ich hoffe doch gerade, oder? Ja, tue ich. Gut. Dachte schon. Dann haben wir hier noch einen Silberring. Habe ich irgendeinen Kram, den ich nicht brauche? Hier, Tragfähigkeit wird 300 Sekunden um 50 Punkte erhöht. Nee, das bringt mir zu wenig. Redekunst verbessert auf 38. Und mittlerweile habe ich 8500 Gold. Ich muss mal irgendwie was finden, wo ich das investieren kann. Hier, Zaubertrank der Heilung. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Kleine Heilung ist auch gut. Starke Heilung ist noch besser. Zauberbuch Heilung kann ich schon. Großer Seelenstein. Kleiner Seelenstein. Winzige Seelensteine. Alles her damit. Unbedingt. Kann ich alles gut gebrauchen. Ansonsten irgendwas, eine gute Rüstung oder zumindest mit einer guten Verzauberung. Schleichen verbessern. Beschwörung, flinke Finger, Taschendiebstahlerhöhung. Eigentlich auch ziemlich nett, ne? Eigentlich ganz gut. Habe ich eigentlich momentan zwei Ringe an mir dran? Sehe ich ja hier ein Amulett, einen Ring hier, der gerade mal Bögen bewirken um 4% höheren Schaden. Ne, sonst habe ich eigentlich gar keinen Ring. Könnt mir ja mal ein bisschen mehr auf diesen Taschendiebstahl benutzen. Ach, machen wir das mal. Dadurch hat der gute Kerl jetzt auch wieder ein bisschen Geld in der Tasche, dass ich ihm direkt wieder mit meinem Kram abnehmen kann. Hier die Halsketten, ein Smaragdring, feine Kleidung. Was habe ich denn sonst? Was will ich eher verkaufen als verarbeiten? Hatte ich hinten noch irgendwas? Gucken wir mal. Die ganzen Edelsteine möchte ich lieber irgendwo reinbauen. Dadurch sind sie im Endeffekt mehr wert. Den Holzteller habe ich aus Versehen mitgenommen. Die Holzschale ebenso. Sieht alles unspektakulär aus. Hier, sowas. So Stoffsachen. Schwarze Magierrobe. Stahlhornhelme werde ich auch mal. Stahlplattenhelm. Ja, komm, ich brauche das Geld. Wenn wir es hier schon verkaufen können, können wir es einfach auch direkt hier verkaufen, ne? Schuppenstiefel, Schuppenpanzerrüstung. Pelzhelm der geringen Wiederherstellung. Den Zauber brauche ich nicht, von daher gleich mal verticken. Frostresistenz, das werde ich mal behalten, dass ich mir da später irgendwas draus schmieden kann. Den Effekt auf jeden Fall will ich behalten. Das behalte ich auch alles. Dann den Elfendolch, ja, den werden wir mal verkaufen. Und ansonsten... Oh, einen Zwergenbogen hatte ich auch noch gefunden. Ist der eigentlich besser als mein Elfenbogen? Moment. Nein, dürfte nicht sein. Nein. Gut, verkaufen wir den auch noch und dann sind wir hier erstmal durch. Dankeschön. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Ich doch nicht. Würde ich nie machen. Du bist echt blind wie ein Fisch, weißt du das? Und stimmt, ich wollte jetzt mal meinen neuen Ring gleich ausprobieren. Erstmal anlegen, selbstverständlich. Sonst bringt das nicht viel. Und echt jetzt 25% besser? Ach so, auf die bisherigen Prozent nochmal 25% drauf. Na, das macht aber schon was aus, glaube ich. Was können wir denn hier am ehesten stehlen? Gold. Was und ist da jemand? Schon wurde ich entdeckt und er zückt sofort einen Dolch. Das muss natürlich nicht sein. Nee. Gut. Muss ich da auf jeden Fall irgendwann anders mal trainieren. So, aber das hier kriege ich trotzdem hin. Und dass der mich hier nicht sieht, das ist irgendwie voll bescheuert, kann das sein? Weil so kann ich den Kram hier direkt stehlen. Feuerresistenz, Regeneration. Das Käserad bringt jetzt nicht wirklich. Mein Gott, bin ich gut im Schleichen mittlerweile. Ich stehe direkt hinter ihm. Ich will es nochmal probieren, wenigstens einmal. Komm. Werde ich ja wohl hinkriegen. Achso, und da fehlt der Ring noch. Wo haben wir es? Flinke Finger. Da. Hat mal, wurde der andere Ring jetzt dabei abgewählt? Wo ist ein anderer Ring eigentlich?
Ich kann nur einen Ring gleichzeitig tragen? Was ist das denn für ein Quatsch? Hä? Das macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn, aber naja. Ein Dietrich. Ja. So. Haben wir das wieder ein bisschen geübt? Obwohl, wartet, wir haben hier noch ein Stahlschwert. Nee, das ist alles nicht so viel wert. Gehen wir aber mal sicherheitshalber einfach nochmal kurz nach oben. Bestimmt rennt er mir gleich hinterher. Aber wenn man so schnell ist wie ich, findet man doch noch ein bisschen was. Oh, 10 Lederstreifen. Das ist ganz nett. Pferdefell, Schneebärenpelz. Ich glaube, er kommt schon hoch. Ja, sag ich doch. Egal, so. Wir haben so ein bisschen deinen Laden ausgeräumt. Tschüssi. Das verstehe ich jetzt aber mal überhaupt nicht. Dass man nur einen Ring tragen kann. In den meisten Spielen ist es doch... Okay, 2 Ringe wenigstens, oder? 2 Ringfinger. Aber nur ein? Das ist irgendwie scheiße. Blutende Krone. Und was haben wir hier? Dead Man's Drink. Ein Bar, eine Bar, meine ich. Bei Shores Gebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenringen. Bei Shores Gebeinen. Eine hübsche Frau. Hallo, Nari. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Dein Anblick vertreibt auch jegliche Kälte in der Luft. Aber... Na, dafür haben wir gerade keine Zeit. Wen haben wir denn hier? Dengir von Stun. Ich war einmal Jarl, aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Ihr sagt, es gibt eine Verschwörung gegen euch? Nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Lot den Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Lots Haus ein und besorgt diesen Brief. Eigentlich schon ein bisschen dreist, das zu behaupten, aber vielleicht stimmt's ja. So soll es geschehen. Gut. Und ihr sagt, ihr wart früher der Jarl? Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters dieses abgedankt habe. Besonders in Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sittgeier. Der ist ein wahrer Freund Cirodiils. Na super. Tja, mal gucken, ob du wirklich recht hast. Passt auf, was ihr sagt! Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ja, komm jetzt, aber übertreib mal nicht. Ist ja gut. Delacourt, wieder einer der 1000 Baren da draus. Und hast du irgendwie Arbeit für mich? Jo, hi. Ich bin dem Kampf in Cirodiil entkommen und in Himmelsrand holt er mich wieder ein. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in Gallenschluchtmine. Das klingt gut. Immer schön. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? In den letzten Wochen sind einige Leute verschwunden. Es heißt sogar, dass jetzt auch noch unsere Jäger weg sind. Sagt mal, wenn ihr auf Reisen seid, könntet ihr da nach ihnen Ausschau halten? Nach Valda und seinen Männern? Ich glaube, sie waren hinter einem Bärenheer oben im Norden. Okay, danke schön. Finde Valderis Jagdgesellschaft. Wenn ihr Quatsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Ja, klar. Wieso sieht man mich gerade? Wollte gerade sagen, komm. Schnell eben ein bisschen was klauen. Gold, Fell, Schneebärenpelz. Kommt jemand angerannt? Das wundert mich aber. Du bist ein ziemlich hässlicher Nord. Was hat denn ein Lichttrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Sag das noch einmal und ich zeig dir, was du gleich trinken kannst. Das wird dir nicht schmecken, so viel darf ich dir schon mal verraten. Und die Leute hier sind anscheinend nicht sonderlich ängstlich darüber, dass ich denen irgendwie die halbe Weltgeschichte unterm Arsch wegklaue. Aber mich soll es nicht stören. Und hier ist dieser Schmied, von dem schon an 2 Stellen gesprochen wurde. Okay, Lot. Setz dich mal woanders hin. Genau. Dann breche ich da mal eben kurz ein und suche nach diesem ollen Brief. Und ich hoffe, der Aufwand lohnt sich und dass ich wirklich in diesem Brief was finde in der Art. Weil umsonst mache ich so einen Auftrag eigentlich nicht. Oder nur ungern. Ist auf jeden Fall schon mal keiner hier drin. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und ein Brief wird, wenn, dann auf dem Tisch liegen, oder?
Geldbeutel ist schon mal ein Anfang. Da, der Gefreitenbrief. Alter Freund, ich brauche sämtliches Eisenerz, das ihr ausbuddeln könnt. Das Doppelte der üblichen Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch auch meinen Aufpreis. Lot. Das heißt doch gar nichts, oder? Na, ich bring dem wohl den Brief, aber es ist ziemlich scheiße, weil ich hab den jetzt einen Brief geklaut, in dem das überhaupt nicht bewiesen ist. Das heißt, der Typ ist doch ein bisschen paranoid. Hier haben wir nur einen ollen Hus, ein Eisenschild und einen Kessel und... Aber es geht hier noch nach unten. Wollen wir noch mal sicher gehen. Ob es nicht sonst noch irgendwas zu holen gibt. Hier haben wir schon mal eine Truhe mit ein bisschen Gold und Wolfspelz, einen Kleiderschrank. Schäbige Haube. Na, ist auch noch ein Schmied. Zaubertrank des Waffenschmieds. Oh, sehr wertvoll. Ein paar Töpfe, ein paar Eisensachen, Jagdbogen, Eisenpfeile. Hier noch ein Fass mit ein paar grünen Äpfeln. Und das wär's an dieser Stelle. Obwohl, hier liegen noch Schneebeeren, zwei Hühnereier. Gut, hat sich das. Ja, ich weiß, dass ich entdeckt bin, aber jetzt ist ja auch alles in Ordnung. Und du siehst ja mal unfreundlich aus. Obwohl, du hast einfach nur coole Augen. Hallo, Lord. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Die Torwache erwähnte einen Hund. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ich könnte mich überreden lassen, ihn zu fangen. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Cool, 25 Gold schon mal bekommen. Finde den Hund vor Falkenring. Das ist ja mal ein komischer Auftrag. Aber mal ein bisschen Abwechslung ist auch cool. Gut. Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber loyal. Loyalität scheint euch ja sehr wichtig zu sein. Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Des Geldes wegen? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil er ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Oh, dann würdest du dich aber enttäuschen, solltest du jemals erfahren, dass dein ehemaliger wahrer Freund denkt, dass du ihn hintergangen hast und lässt mich deinen Brief klauen. Dengaya ist ein Arsch. So viel steht jetzt fest. Falkenring wirkt ruhig. Nur innerhalb der Mauern. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis. Und wer Ärger sucht, wird ihn schnell finden. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Klingel, ja. Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, ich weiß. Ihr habt immer alles, was ich brauche und nur das Beste, was es gibt und so weiter. Ihr sagt ja immer dieselben Phrasen. Habe ich nur irgendwas, was ich verkaufen will? Ich glaube mittlerweile nicht mehr, ne? Ah, vielleicht habe ich ja irgendwas zu kaufen hier. Ebenerzbarren. Uiuiui, so langsam kommen auch mal die wertvolleren Barren in die Läden rein. Das finde ich ganz gut. Aber Ebenerz brauche ich halt nicht. Ich brauche Vulkanglas. Weiß noch nicht mehr, wie das hieß. Malachit oder so. Vulkanglas, Helm der großen Alchemie. Die Verzauberung hätte ich ja auch ganz, ganz gerne. Muss ich ja mal sagen, ne? Schwierig. Dann hätte ich die Verzauberung auch mal. Ach komm, ich hab's. So. Hast du noch irgendeine tolle Waffenverzauberung? Austreibung. Beschworene Daedra bis zur Stufe 20 werden zurück ins Reich des Vergessens verbannt. Ich glaube, auf so viele mit der Stufe 20 oder niedriger werde ich nicht mehr treffen, von daher nein. Okay, super. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Oh, hier liegen mal Lederstreifen rum und dort hinten liegen bestimmt irgendwo ein paar Barren, liegen bestimmt auch noch irgendwo rum. Aber ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, dass ich schon längst hätte Schluss machen, nicht müssen, aber wollen. Und würde sagen, ich werde zwischen dieser und der nächsten Folge ein bisschen Schmiedehandkunst betreiben. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist Alex, bis dann!